liebe Deutschlernende, geht es euch gut? Das hoffe ich sehr. Wir machen heute weiter, und zwar mit dem Dativ und mit der Präposition auf. Dazu gibt es natürlich neuen Wortschatz und auch tolle Beispiele. Viel Spaß! Der Parkplatz. Die Parkplätze. Der Parkplatz. Die Parkplätze. Wo sind die Autos? Sie sind auf dem Parkplatz. Die Autobahn. Die Autobahnen. Die Autobahn. Die Autobahnen. Wo sind die Autos? Sie sind auf der Autobahn. Die Brücke. Die Brücken. Die Brücke. Die Brücken. Wo sind die Autos? Sie sind auf der Brücke. Die Bank. Die Bänke. Die Bank. Die Bänke. Wo sitzt das Paar? Es sitzt auf der Bank. Der Fußballplatz. Die Fußballplätze. Der Fußballplatz. Die Fußballplätze. Wo spielt ihr Fußball? Wir spielen auf dem Fußballplatz. Der Flughafen. Die Flughäfen. Der Flughafen. Die Flughäfen. Wo ist das Flugzeug? Es ist auf dem Flughafen. Der Bahnsteig. Die Bahnsteige. Der Bahnsteig. Die Bahnsteige. Wo sind die Leute? Sie sind auf dem Bahnsteig. Liebe Deutschlernende, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß und ich freue mich natürlich auf die nächste Lektion. Bis dann, tschüss! Hallihallo, liebe Deutschlernende, wie geht es euch? Danke, mir geht es auch sehr gut. Wir machen heute weiter mit dem Dativ und der Präposition in. Die Metzgerei. Die Metzgereien. Wo arbeitet der Mann? Er arbeitet in der Metzgerei. Ach so, ich arbeite auch in der Metzgerei. Die Bäckerei. Die Bäckereien. Herr Müller, wo arbeitet Ihre Frau? Meine Frau? In der Bäckerei. Sie arbeitet in der Bäckerei. Toll! Die Bank. Die Banken. Jana, ich muss jetzt schnell zur Bank gehen. Kommst du mit? Nein, ich war gestern in der Bank. Schade, dann muss ich wohl allein hingehen. Ja, warum nicht? Die Buchhandlung. Die Buchhandlungen.
Entschuldigen Sie bitte, ich suche ein Kinderbuch. Wo kann ich es kaufen? Hier, in der Buchhandlung haben Sie viele Kinderbücher. Danke. Die Werkstatt. Die Werkstätten. Mein Auto ist kaputt. Ich bin gerade in der Werkstatt. Gut, dann rufe ich später nochmal an. Danke, bis dann. Die Schule, die Schulen. Frau Sinno, wo sind Ihre Kinder? Sie sind in der Schule. Wann kommen Sie nach Hause? Um 14 Uhr sind Sie wieder da. Die Apotheke, die Apotheken. Wo hast du die Salbe gekauft? In der Apotheke. Und was hat sie gekostet? Nicht viel. Sie hat nur 2,76 gekostet. Die Stadt, die Städte. Wo warst du am Montag? In der Stadt. Ich habe eingekauft. So, so. Zeig mal. Hier. Schuhe, Lebensmittel, Kleidung. Der Bioladen. Die Bioläden. Wo kauft deine Schwester gern ein? Im Bioladen. Wirklich? In dem Bioladen in der Stadt? Ja, genau. Der Kindergarten. Die Kindergärten. Wo sind die Kinder? Sie sind im Kindergarten. Bis wann bleiben sie dort? Alle Kinder bleiben bis 17 Uhr in den Kindergärten. Ach so. Der Supermarkt. Die Supermärkte. Wo ist der Supermarkt? Dort, in der Goethestraße. Sie haben aber auch hier einen tollen Bioladen. Nein, danke. Im Bioladen ist mir alles zu teuer. Im Supermarkt sind die Preise günstig. Stimmt. Der Obst- und Gemüseladen. Die Obst- und Gemüseläden. Wo kaufen Sie Obst ein? Ich kaufe es immer in den Obst- und Gemüseläden. Da ist es frisch. Vielen Dank. Der Hafen, die Häfen. Wo sind die Schiffe? Sie sind im Hafen. Heute bis 13 Uhr. Gut. Das Krankenhaus, die Krankenhäuser. Also, wo arbeitet Ihr Ehemann? Er arbeitet zurzeit im Krankenhaus. Wunderbar. Das Hotel, die Hotels. Wo sind Sie, Herr Jaschke? Ich bin immer noch im Hotel, hier im Stadtzentrum. Bleiben Sie bitte dort, ich komme in 10 Minuten zu Ihnen. Gut. Das Theater, die Theater. Meine Freunde sind am Samstag im Kino oder im Theater. Ich kann leider nie mitgehen. Warum nicht?
Meine Eltern erlauben es mir nicht. Tut mir leid. Das Café. Die Cafés. Trinkst du hier deinen Kaffee? Ja, jeden Morgen. Und deine Freunde? Sie arbeiten hier im Café. Das Postamt, die Postämter. Entschuldigung, wo ist das Postamt? Gehen Sie geradeaus und dann rechts. Kann ich da Briefmarken kaufen? Ja, natürlich. Im Postamt gibt es Briefmarken. Das Museum, die Museen. Wo ist denn dein Bruder? Im Museum. Und wann kommt er zurück? Ich weiß es nicht. Liebe Deutschlernende, das war die Präposition in mit dem Dativ. Ich hoffe, ihr lernt auch weiterhin so fleißig und ich freue mich natürlich auf die nächste Lektion mit euch. Viel Spaß und viel Erfolg. Tschüss! Hallihallo, liebe Deutschlernende. Heute machen wir weiter mit der Präposition an mit dem Dativ. Viel Erfolg und viel Spaß! Der Kiosk, die Kioske. Der Kiosk, die Kioske. Wo kaufst du Zeitung? Am Kiosk. Der Bahnhof, die Bahnhöfe. Der Bahnhof, die Bahnhöfe. Wo warten die Menschen? Am Bahnhof. Das Telefon, die Telefone. Das Telefon, die Telefone. Guten Tag, Maya am Telefon. Kann ich bitte Frau Sinner sprechen? Guten Tag, Frau Maya. Tut mir leid, Frau Sinner ist nicht da. Die Tankstelle, die Tankstellen, die Tankstelle, die Tankstellen. Wo tankt der Mann? An der Tankstelle. Die Bushaltestelle, die Bushaltestellen, die Bushaltestelle. Die Bushaltestellen. Wo warten die Kinder? An der Bushaltestelle. Die Station. Die Stationen. Die Station. Die Stationen. Wo sind die Leute? An der Station. Wo? Da ist niemand. Keine Ahnung. Die Ampel. Die Ampel. Die Ampel. Die Ampel. Wo ist das Auto? An der Ampel. Wo? Ich habe gesagt, an der Ampel. Wo sind die Stühle? Wo sind die Stühle? Am Tisch. Wo ist die Pflanze? Wo ist die Pflanze? Auf dem Tisch.
Wo hängen die Lampen? Wo hängen die Lampen? An der Decke. Wo sind die Bilder? Wo sind die Bilder? An den Wänden. Wo ist das Sofa? Wo ist das Sofa? An der Wand. Liebe Deutschlernende, das war die Präposition an. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Deutschlernen und freue mich auf die nächste Lektion mit euch. Bis dann, tschüss! Hallihallo, liebe Deutschlernende! In dieser Lektion lernen wir die Präpositionen vor, hinter, über, unter und zwischen. Sie stehen alle mit dem Dativ. Wo ist Kolkolako? Kolkolako ist vor dem Tisch. Also vor dem Tisch. Wo ist Kolkolako? Kolkolako ist hinter dem Tisch. Hinter dem Tisch. Wo ist Kolkolako? Kolkolako ist über dem Tisch. Über dem Tisch. Wo ist Kolkolako? Kolkolako ist unter dem Tisch. Unter dem Tisch. Wo ist Kolkolako? Kolkolako ist zwischen den Stühlen. Zwischen den Stühlen. Wo ist der Fernseher? Richtig, der Fernseher ist über der Kommode. Oder der Fernseher ist an der Wand. Wo ist der Tisch? Richtig, der Tisch ist auf dem Teppich. Oder der Tisch ist vor der Kommode. Wo ist der Spiegel? Ja, der Spiegel ist im Regal. Oder der Spiegel ist zwischen den Büchern. Wo sind die Bücher? Richtig, die Bücher sind über dem Fernseher. Oder die Bücher sind an der Wand. Wo ist der Teppich? Richtig, der Teppich ist auf dem Boden. Oder der Teppich ist unter dem Tisch. Wo ist das Regal? Richtig, das Regal ist an der Wand. Liebe Deutschlernende, ich hoffe, ihr hattet wieder mal viel Spaß. Ich freue mich auf die nächste Lektion
und wünsche euch bis dahin viel Gesundheit und viel Erfolg beim Deutschlernen. Hallo liebe Deutschlernende, wir machen heute weiter mit den Präpositionen aus, bei, mit, nach, von, zu. Hier findet ihr tolle Beispiele und zuletzt gibt es auch eine tolle E-Mail von mir. Dazu natürlich noch Übungen. Viel Spaß und viel Erfolg! Präposition aus. Beispiel 1. Ich bin bis 14 Uhr in der Schule. Dann komme ich aus der Schule. Beispiel 2. Siehst du? Die Kinder kommen gerade aus dem Haus. Präposition bei. Beispiel 1. Ich bin jetzt beim Arzt. Bist du bei der Arbeit? Beispiel 2. Lebt deine Schwester immer noch bei den Eltern? Präposition mit. Beispiel 1. Ich gehe am Wochenende mit meinen Kindern spazieren. Beispiel 2. Mit der Frau will ich nichts zu tun haben. Präposition nach. Beispiel 1. Ich gehe nach der Arbeit zum Park. Beispiel 2. Nach dem Essen spielen meine Kinder vor dem Haus. Präposition von. Beispiel 1. Das Geschenk ist von meiner Schwester. Beispiel 2. Ich komme um 15 Uhr von der Uni. Präposition zu. Beispiel 1. Heute muss ich um 8 Uhr zur Arbeit und am Nachmittag gehe ich zum Arzt. Beispiel 2. Ich gehe dann mal zu Janina. Sie ist jetzt zu Hause. Liebe Deutschlernende, ich habe lange nicht geschrieben. Am Samstag war ich mit meinen Freunden in der Stadt. Wir haben eingekauft. Im Kaufhaus habe ich dann meine Schwester getroffen. Wir haben im Café Kuchen gegessen. Meine Freundinnen Anna und Sabrina sind um 13 Uhr zum Training gegangen. Wir hatten Hunger und haben Pizza im Restaurant bestellt. Am Nachmittag sind wir im Park spazieren gegangen. Das Wetter war wunderschön. Dann ist mein Bruder gekommen. So sind wir vom Park bis zum Kino zu Fuß gegangen und haben über die Arbeit geredet. Er hat nämlich einen neuen Job. Am Abend waren wir im Kino. Der Film war nicht so gut. Nach dem Kino haben wir bei Selma Tee getrunken. Wir waren wirklich müde.
Um 22 Uhr habe ich geschlafen. Und der Sonntag, das war mein Ruhetag. Nach dem Frühstück habe ich auf der Terrasse mein Lieblingsbuch gelesen. Meine Kinder waren bei der Oma. Am Nachmittag habe ich mit meiner Nachbarin Eis gegessen. Ihre Kinder waren mit dem Vater im Park. Und am Abend habe ich gechattet. Das war mein Wochenende. Was habt ihr so gemacht? Liebe Grüße, Aida Srna. Fragen zum Text. Wo war Aida am Samstag? Richtig. Aida war am Samstag in der Stadt. Wen hat sie im Kaufhaus getroffen? Richtig, sie hat ihre Schwester getroffen. Wo hat Aida Kuchen gegessen? Richtig, im Café. Und wo ist sie spazieren gegangen? Richtig, sie ist im Park spazieren gegangen. Wie war das Wetter? Korrekt, das Wetter war wunderschön. Wo war der Bruder? Richtig, der Bruder war im Park. Wo war Aida am Abend? Richtig, Aida war am Abend im Kino. Und was hat Aida am Sonntag gemacht? Richtig, sie hat das Buch gelesen und mit der Nachbarin Eis gegessen. Sehr gut. So, meine Lieben, das war's auch schon mal. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch für alles. Tschüss.